Mahlzeit und hallo und willkommen zurück hier bei PokéRogue. So, wir werden jetzt hier nochmal reinschallern in ein neues Spiel. Wir haben jetzt hier schon echt wirklich einiges an Pokémon, aber ihr kennt mich. Zum Team hinzufügen. Zum Team hinzufügen. Und niemand. Nee, hier Ibitak. Ibitak könnte wirklich gut werden. Wisst ihr was? Wir gehen mal mit Ibitak durch. Mit diesen Pokémon losziehen. Jo. Mach doch 2 Runs pro Video, wenn die doch schon so kurz sind. Nee, eben nicht, weil diese Daily Runs, die sind dann halt einfach mal für einen kurzen Tag. Die kommen dann mit einem anderen Video zusammen. So, und dann haben wir jetzt Loturzel. Loturzel haben wir auch noch nicht. Okay, wir kriegen auch keinen Loturzel. Weil Relaxo einfach sagt, nö. Relaxo OP wie immer. Dusselgur. Hau es weg. So. Beachy Berry raises attack up. Das ist natürlich dann übel. Hätten jetzt den Mangunior auch fangen können. Hätten wir machen können, ja. Aber. Nicht. Wir holen jetzt erstmal Pokébälle for free. Ein Dartini. So. Ja, dann setzt du mal Heuler ein. Rache dafür kommt sofort auf den Fuß. Und weiter geht's. So, was haben wir hier? Da Pokébälle haben wir noch genug. Wir nehmen mal den Trank. Hier der erste Trainer. Mich interessiert ist, ich habe keine Eier gerade mehr, die ich ausbrüten kann. War schon alle ausgebrütet beim letzten Mal. Alles klar. Hornliu mit Fadenschuss. Ey, machen wir das Yorklef einfach fertig. Denschung, Denschung, ne? So, und jetzt wird das Hornliu noch eingestampft. So, wunderbar. Besser kann es eigentlich gar nicht gehen. Also doch, klar, könnte es schon, aber... Oh, direkt der EP-Teiler. Ganz, ganz früh ist ganz, ganz wichtig. So, ein Wooly. Bitte geh jetzt nicht drauf. Okay, Wooly scheint stark zu sein. Und hätte ich gerne in meiner Sammlung. Nice. So. Die XP werden aufgeteilt. Wunderbar. Und wir nehmen erstmal Pokébälle mit. Coachella. Alter, was ist denn heute hier los? Heute alle gut aus dem Bett gefallen, oder was? Umso besser. Neue Pokémon braucht der Nero. So.
Spielen auf Luck. Und boosten unser Pokémon. Okay, kommt ja jetzt aber früh. Als hätte ich das gewusst. Naja, sollte ich eigentlich trotzdem ohne Probleme hinbekommen. Weil wir einen höheren... Also höheres Advantage haben. Ja, gib ihm, gib ihm. Nice. Okay. Let's go. Okay, wir haben den Super EP-Pin. Den EP-Teiler haben wir zweimal. Und Schlag. So, wir heilen erstmal durch. Annika, ach. Ich glaube, wir geben ihm schon mal den Donnerschlag. Wechseln das gegen den Einigler. Kann auch nach hinten losgehen. So, beide habe ich schon. Aber man weiß ja nicht, wozu es gut ist. So, gibt auf jeden Fall gut Punkte, wenn wir den durch sind. Deswegen machen wir sie platt. So, zack. Abgefackelt. Umso besser. Müssen natürlich gucken, dass wir die Pokémon jetzt geboostet bekommen. Und wir dann da auch unseren Vorteil rausziehen. So. Das hatten wir eigentlich, ne? So. Nö, Pokémon wollen wir nicht auswechseln. Passen ihm einen Donnerschlag. Zack. Und noch ein Tackle. Let's go. Boss geplättet. Okay. Immer dann. EP-Pin und Super-EP-Pin. Alles klar. Das heißt, wenn wir hier drüber hovern, haben wir dann auch, so bekommen... Also muss das ja 40% jetzt sein, ne? Okay. In der Regel. So, das ist ja cool, das nehmen wir mit. Weil wir wollen ja da auch unsere Pokémon weiter ausbessern. Und umso mehr wir davon haben, habe ich gestern sogar noch gelesen, umso besser werden die. So. Wir gucken einfach mal. Wir gucken. So. Zickzacks. Wir klatschen einfach alle. Okay. Hebst du wohl den Ball? Ich wollte gerade sagen, wir klatschen einfach mal alles an.
gucken, wie weit wir kommen. Commander lernt Rauchwolke. So. Nimm mal den X-Volltreffer mit. Natürlich jetzt blöd, wenn wir den Dodo. Ey, Dodo jetzt nicht so easy wegklatschen. Das heißt, wir fangen es ein, um ein besseres Dodo zu kriegen. Jawohl. So, weiter geht's. Wir sind schon bei 13. Imitator, Widerhall. Okay. So. Sonderbonbon. Let's go. Relaxo Level 12. Nein. Wir wollen kein Gainer lernen. Ja, Gainer könnte die Gegner einschläfern, aber. Nee. Will ich nicht. Okay. Machen wir anders. Die zwei wollen es aber wissen, oder? Mir das Glumanda geplättet. Ich glaub's ja nicht. So. Okay. Verdammt. Pokebälle mit. Mauzi. Ja, komm. Einmal die Mogel. Junge, was? Aschen. Ja, was ist das für ein Mauzi? Im Rocket Mauzi oder was? Müssen wir jetzt aber mal gucken, dass wir unser Relaxo wieder gut hochgeheilt bekommen. War zwar jetzt wahrscheinlich wasted, aber. Ist mir in dem Moment egal. Ja, Bomben, Alter. Willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. So, Tackle und... Dann einmal das. Den Jut raushauen. So, wir machen da auch gute Erfahrung. So. Wenn er das alles überlebt. Ich wollte schon sagen, das Schwede. Er hat jetzt aber auch einen kranken Schaden verursacht. Da los gewesen. Hm.
So, ich nehme mal die Pokébälle mit. Und dann gehen wir hin und tackeln das Ferkuli. Ferkuli setzt Völlerei ein. Und Pokéball. So. Sollte eigentlich mittlerweile kein Problem mehr sein, mindestens ein Ticket zu kriegen. Pokebälle oder Riesennugget? Und Riesennugget. Wir brauchen später das Geld. Wir brauchen später das Geld. Money is that what we need. So. Money is what we need. The need is the money what we got. So. Dann. Was kommt jetzt? Der 19. Okay, dann haben wir jetzt die Hyperbälle. Die nehmen wir einmal mit. Noch ein Bidiza gefangen. So, wunderbar. Okay, dann machen wir das erstmal anders. So. Merken uns das Sonderbonbon für unseren Tanky Tank. Ich habe aber auch kein Relaxo mehr gesehen, ne? Also wirklich. Nirgendwo mehr einen Relaxo gehabt. So. Lass mich doch verarschen. Also das Pokémon wollte mich jetzt wirklich verarschen. Habe ich mir gerade nur gedacht, so, das kann doch nicht wahr sein. So. Okay. Dann haben wir einmal Meryl und einmal Anton. Glumanda auswechseln. Ja, bitte. Because of. Beides sind Wasser und Psi. Also das eine ist Wasser und Psi. Und das... Nee. Fee, oder? Ist das Fee? Ich nicht sehen. Relaxo bleibt im Kampf. So, Piekser auf Meryl und Donnerschlag auf Anton. Anton müsste eigentlich dann sich verabschieden. Sauber. So, es regnet und wir versuchen mal was. Korrekt. Haben wir auch einen Meryl gefangen. Nice. So. Ja, unsere Pokédex-Fangdingen wird... Feuerodem. Ja. Rauchwolke soll einmal weg. Danke.
So, ich muss nachher nur aufpassen, dass wir Flammenrad behalten, wenn wir es kriegen. So. Flamingo. Ja gut. Hoffentlich hältst du gut was aus. Jo, hält es. What the fuck? Das nächste OP-Pokémon. Say what? Einfach das nächste OP-Pokémon. Junge. Das ist ja mal... Das ist übel. Der hat mir jetzt so viele Pokémon mit einem Klatsch weggehauen. So. Nicht lustig. So. Muss ich mal Relaxo wiederbeleben. Dann muss ich Relaxo hochheilen. Ja. Es ist nicht lustig. Wenn du da so ein Pokémon hast, was dich da komplett runter vorwählt. Kami Hubs. So. Okay. Und Superball. Alles klar. Hoppbeleber. Das ist natürlich gut. Kann ich auch sehr gut gebrauchen. Dafür brauche ich auch keinen Superball. Für das Labrador. So, es regnet weiterhin. Und wir haben eine Leperberry. Nimm mal die Pokébälle mit. Das war klar. Aber wie kann das denn, dass das Glutexo schon auf 18 ist? Das ist doch total Palle.
Okay, jetzt haben wir auch Level 18. Glumanda ist 14. Herkuli auch. Erst den Vogel. Cool, weißt du was? Eieieiei, ich glaube, das war keine gute Idee. Das kann es nicht sein. Wieso ist denn jetzt auf einmal... alles so schwer. Okay, verstehe ich nicht. Aber gut, Leute, wenn ihr wisst, wieso das jetzt auf einmal so schwer war, warum die dann auf einmal 3 Level über mir war, lasst es mal in den Kommentaren hängen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut und ciao.